Ich, Demophon, Herrscher der Chersones in Thrakien, befragte das Orakel des Apoll, wann jener grausame Ritus ein Ende hätte, den einst das Orakel selbst befahl, dass in jedem Jahr eine Jungfrau vor seinem Standbild geopfert würde. Ich erhielt die Antwort: Der Himmel wird mit euch Frieden schließen, sobald der unschuldige Thronräuber eines Reiches sich seiner selbst bewusst wird. Ihren dunklen Sinn vermochte ich nicht zu ergründen. Und während ich hoffte, dass die Zeit ihn klären würde, gab ich Weisung, das alljährliche Opfer zu bringen. Durch das Los sollte der Name jener unglücklichen Jungfrau aus einer Urne gezogen werden. Mathusio, einer der Großen des Reiches, verlangte jedoch, dass Dircea, für deren Vater er sich hielt, nicht dasselbe Schicksal ereilen solle wie alle anderen. Als Begründung verwies er auf den König selbst, darauf, dass ich, der ich mich so zum gestrengen Vollstrecker göttlicher Gebote machte, meine eigenen Töchter mit Bedacht fern von Thrakien aufwachsen ließ. Oh, es ist ein vermessenes Unterfangen, den Zorn der Mächtigen zu erregen. Schon lange beobachtete ich Mathusio mit Misstrauen. Dircea indes war die heimliche Gemahlin von Timanthe, meinem Erstgeborenen und Erben, der kleine Olinto, ihr süßes Liebespfand. Sorgfältig verbargen sie die Verbindung. Die Schatten unserer Ahnen würden erröten vor Schmach. Von ihnen stammte das Gesetz, welches jede Untertanin, die als Braut königlichen Samen empfing, zum Tode verdammt.